Hey Kinders und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Watch Dogs 2. Und ich muss jetzt sagen, wir wollen mal was ausprobieren, wenn ein Zivilist jetzt Opfer eines Attentates wird. Okay, wo bleiben die? Ah, da hinten sind sie. Oh, oh, oh. Da kommt er über den Rasen gefahren. Oh, lol. Ja, das... Notruf. Was ist passiert? Das ist hier wie im Krieg. Schick die Bullen her, schnell! Der fährt wieder. Erst überwacht die Situation. Die Polizei ist unterwegs. Kommt jetzt nicht ein Krankenwagen oder so? Ah, doch, da. Kommt schon mal die Polizei. Verfolgt den, okay. Okay, ich dachte jetzt eigentlich, dass Dings auch kommt, Krankenwagen und die mitholt, aber scheinbar nicht. Ja, die bleibt da jetzt liegen, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. So, dann schauen wir mal. Wir sind... Wo sind wir denn? Ach, da. Ta-ta-ta-ta-ta. Brauche einen Fahrer. Wunderschön. Ne, warte mal. Für das Drohnenrennen brauchen wir eine schnelle Drohne. Die haben wir einfach nicht. Aber hier, das können wir noch einsammeln, oder? Wir sammeln jetzt mal hier ein bisschen was ein. Wow. Wow, das war ein Zug. Piss dich, ey. Ah! Hey, fuck! Okay. Ich glaube, da kommen wir hoch. Wir müssen wahrscheinlich auch nicht wieder ganz hoch, oder? Oh, meine Nase ist so verdoomt, ey. Moment. Ich hasse es. Ich hasse es, krank zu sein, ne? Ja, irgendwie finde ich gerade nicht den Weg da hoch. Ist natürlich auch Blödsinn, weil wir müssen gar nicht hier hoch. Steppen. Fahr ich nach rechts. Links, obwohl wir hier nach rechts müssen. Wow! Hey du! Vollpfosten! Was bist du nur für ein Stück Scheiße? Hören Sie mich? Sie müssen in der Leitung bleiben. Hey! Seht euch diesen sprechenden Darwin Award an! So, mit dem müssen wir jetzt, das da wegbekommen. So, warte mal. Das ist runter. Okay. Okay. Qué bonito, tan bonito. Ja, das ist easy. Das ist einfach. So. Hör mal auf weiter zu rollen. Das danach. Wow.
glaube, dann müssen wir hier unseren Dings einsetzen. Oh, das wird jetzt spannend. Wir müssen im Grunde hier hoch. Boah. Easy. Home, Speed, Home. Eigentlich, also die zwei Missionen wollte ich hier noch machen. Ja, einfach mal hier ein bisschen drehen. Ich glaube, das hier ist nämlich schneller. Wow, dann hier hinein. Vor allem mit einem in der Mission drin, glaube ich. Automatisch. Region werden gescannt. Ach nee, das ist das, ne? Ja, das brauchen wir nicht. Dann machen wir die andere. Haha. Ja, natürlich doof, ne? Ich würde es auch nicht. Ich hätte doch die Welt. Und sie ist hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Da müssen wir hinkommen. Okay. Oh, ein Husky! Hallo, Schatzi! Komm her, komm her! Komm her! Wieso? Ah, cool! Hey, kleines Kerlchen! Ja! Ja, gut so, du und ich, wir wissen, wie es läuft. Ja, ne? Geil! Oh. So. Okay, das ist rotes Gebiet hier wieder. Das müssen wir mal wieder. Okay. Meine Fresse, wow. Hier ist ja mal wieder. Da machen wir hier den. So, da ist ein Hauptmann, Wachmann. Mann. Da ist ein Hund. Hier ist noch ein Wachmann. Oh, wenn wir den Wachmann ausschalten, sind wir sogar sehr gut dran, ne? Ah, Entschuldigung. Den nehmen wir noch mit. Den müssen wir auch noch zerstören, okay. So, also wir lassen dich einfach mal da oben. Also es zählt den Wachmann hier hinten. Nein, was war das hier? So, wenn der sich umdreht und nach hinten geht, können wir. Moment. So ist gut.
ihn hier. Das klappt sogar. Moment. Was? Du hast mich nicht gesehen. Okay, das hat geklappt. Aber wie kommen wir da rein, ne? Wir müssen die Schlüssel holen, ey. So. Spring da einfach hoch, das geht nämlich deutlich schneller. Irgendwo kann man doch hier bestimmt runter. Ich grüße Sie, Security-Kollegen. Oha. Ich grüße Sie, Security-Kollegen. Mir geht's ja echt zu gut, ne? Okay. Alles sicher. Ja, nee, ist klar. Das da müssen wir auch zerstören, okay? Es ist alles in Ordnung. Nichts zu vermelden. Okay. Da nichts zu vermelden ist, machen wir mal den hier. So. Ferngesteuerte Bumper ist wieder bereit, okay. Sieht so geil aus. Hui. So. Der ist hier noch. Alles sicher. Ast rein. Sektorprüfung abgeschlossen. Oh, Leute, habt ihr bemerkt? Nichts zu vermelden. Oh. Oh, ja. Meine Systeme laufen optimal. Ach. Wir hätten noch nicht mal durchgemusst. So, dann holen wir den Bumper wieder zurück. Da hinten müssen wir noch hin. Ich glaube, das kriegen wir mal hier rüber auch hin. Ach ja. Gehen wir da so hin. Und bis hierhin kann ich ja fahren, ohne dass der da was merkt. Muss ich nur gerade warten, bis er sich umdreht. Perfekt. Und so hochspringen. So, und das da kann ich einsacken, indem ich da mal reinfahre.
probier's einfach nochmal. Was? Ist wohl lebensmüde. Da! Oh. Oh, Alter. Bleib einfach so, wie du gerade da bist. Hahaha. So. Jetzt müssen wir da eigentlich nur raus auf den Hof und das da gerade zerstören, oder? Code 3, fahren Sie zum Ort des Alarms. Shit. Ding kaputt gemacht. Alter Schwede! Komm aber direkt so Dudes vorbei. Ey. So, warte mal. Wir haben ja noch unsere Drohne hier oben. Also, wenn wir den mit F. So, jetzt nochmal mit C. Perfekt. Ich würde ja sagen, das war ein Erfolg, ne? Ich muss das Gebiet noch verlassen, okay. Machen wir doch glatt. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das sind so richtige böse Dudes. Komm, 2 Meter noch und dann hab ich's geschafft! Was ist das? Scout X. Ha! Scotix. Wie so. Fort. Okay. Warte, müssen wir irgendwann mal machen. So, Autoabbruch, Forschung bringt auch noch nicht so viel. Okay. Jetzt gucken wir einfach mal, was hier gerade wieder in der Nähe ist. Also das ist Kopfgeld, das wollen wir nicht so. Das ist Forschungspunkt. Ich würde sagen, wir machen das hier oben, ne? Ja, hier oben die 2 und dann gehen wir rüber hier und machen mal Motocross-Rennen. Das wäre doch geil. Und dann übernehmen wir hier alles. So, it sounds like a plan. Ja,
Nee, das ist voll langweilig. Hacker-Invasion ist... So, Kopfgeldjäger ist echt... todlangweilig. Von der... Avatars stehlen. Ne, dann machen wir es anders. So, wir fahren hier hin, machen Rennen, gehen dann hier hoch, machen da Rennen und dann hier runter. So. Aber vorher müssen wir dahin. Und dazu brauchen wir ein Gefährt. Was hier natürlich nicht vorhanden ist, aber wir haben ja hier Autos stehen, ne? Welches sieht denn wenigstens so ein bisschen fahrbar aus? Nehmen wir den hier. Dann lassen wir mal vorbei. San Francisco Bus. The Bay Area Medical Foundation has been serving the Greater Bay Area for over 30 years. Come in and see one of our many primary care physicians. Take advantage of our cutting-edge care thanks to our partnership with Stanford Medical Research. We care about our community and want to provide the best care possible because a healthy community makes a happy community. What? Bay Area Medical Foundation is a Westwind Health subsidiary. Was? Was hat denn den Schaden da vorne? Ich hab doch gar nichts berührt. Oh, an der Seite nichts berührt. Lol. Was geht denn mit denen? Hui. Hier noch über die Brücke und dann sind wir schon fast da. Silicon Valley. Was ist das? Dürfen wir ja eigentlich einfach gehackt bekommen mit dem Medi, ne? Okay, da müssen wir rauf. Das ist natürlich die Frage. Okay, die Frage ist nicht, wie kommen wir da rauf, sondern. Jo, okay, hat sich alles erledigt. Ist okay. Dann, mein Kleiner. Los mit dir. Boah, ich muss hier unbedingt Speed abgeben. Ist ja schrecklich, wie langsam dieses Mistvieh ist, ey. Aber praktisch. Das Vieh ist praktisch. Ah. Nein! Oh. Ah, shit. Oh ne, ich komm immer da unten gegen. Ah, jetzt nochmal. Nein! So, dritter Versuch. Ach komm, das ist doch nicht wahr. Ich hoffe, ich ist einfach nicht da hoch. Weil immer so weit hüpft, ja? Ausgerechnet. So, noch ein Versuch. Was zum... Jemand hackt mich? Wo steckst du?
Signal hier sehe. Ja. Dann hat sich das ja auch erledigt. Wenn der Verdächtige tot ist. Wie soll ich den denn finden, wenn der gar nicht mehr da ist? Sag mir das mal. Ich kann den noch gar nicht mehr finden, ist abgeschossen worden. Der ist nicht der Hacker, der ist nicht der Hacker. Der ist sowieso nicht der Hacker. K66FM, Leute. Vielleicht ist es an der Zeit, Nahrungsmittel, Antibiotika und Hardcore-Forderungen einzulagern. Eine tödliche Zombie-Epidemie scheint unsere Herren. Ich finde den nicht. Oh, keine Sorge, sie ist nur digital. Ein Computervirus, der offenbar auf alle mobilen Endgeräte abzielt. Wirklich unangenehm. Ob ich mir Sorgen mache, wollt ihr wissen? Gerne. Und warum nicht? Wenn ich mit jemandem reden will, gehe ich einfach auf ihn zu und öffne meinen Mund. Aufgepasst, Rockgemeinde. Handys erzeugen nicht nur Krebs, sondern sie rauben auch eure Seele. Da ist er nämlich. Ach komm, laber nicht. Hahaha.
Dieser kleine Sack, ey. Tja, damit habe ich automatisch gewonnen. Das ist auch cool. So, kommen wir zurück zu unserem Bumper. Das hat viel zu viel Zeit gekostet. So, und jetzt hüpfen, aber... Oh, endlich. Gut, schnappen wir uns jetzt noch das Motorrad und dann fahren wir zum Rennen, würde ich sagen, ne? Das ist gut, dass hier das Motorrad steht. Ja, ich wollte eigentlich nicht in den Forschungsbaum. 11 Forschungspunkte Warte mal, dann können wir ja doch hier das machen. Die Pilze abzuschalten. Nein. Ist das hier? Nein. Was ist denn das mit der Drohne? Da. Geschwindigkeitsschub. Ah, okay. Ja gut, dann machen wir das noch nicht. Was wir machen können, ist während der Fahrt nicht aufs Handy schauen. Wo sind wir denn? Oh. Dann holen wir das gerade noch mit. Dahin. Guck mal, dieses Motorrad ist klasse, ne? Ja. Oh. Ja, so, geht doch. Ja, und jetzt auf zum Rennen. Jetzt habt ihr doch nichts mehr. Warte mal, nicht mal den D hier oben hat es Silicon Valley. Wow. Okay. Nicht so einfach rüber. Da müssen wir leider noch hier fahren. Brücke. Aber dafür können wir jetzt hier oben. Wow. So bin ich im Team mit Abi Modo. Um ehrlich zu sein, nö. Ich will nicht im Team mit dem sein. Sollten wir jemanden nach dem Weg? Pass auf! Nein, lass mich einfach mal 5 Minuten in Ruhe, ja? Ich hab doch die Karte. Nein, ernsthaft? Oh, Renn starten. Moment. Ah, okay, okay. Nein, ich hab's kapiert, Oh, ja. Dann machen wir die mal zuerst. Ich bin mal gespannt.
Und doch. Das wird schon fast. Gut, stimmt, das ist okay. Wow, komm, einmal da durch. Ja, die Strecken sind gar nicht mal so übel. So. Wow! Also, das ist jetzt so weit nach links abgedriftet. Oh, hier ist eine Höhle. Geil. Oh, Alter, laufen wir noch vor das Motorrad, ey. Oh. Wow! Da waren Steine drin. Komm schon, lass mich da nicht. Wow. Yes. Das Rennen auch gleich noch. Hauen wir das Rennen direkt mit dran, ey. Die Rennen machen gerade immer so wenig Spaß. Okay. Los geht's. Die Musik ist auch nicht so schlecht gewählt. Ein bisschen mehr so Punk-Pop-mäßig. Wow. Ja. Wow. Den Beat kennen wir. Ah, ja, ein bisschen falsch geflogen, aber sonst alles okay. Oder ich bin immer noch nicht gut dran. Wow. Schwer stellen wir. Bruder. Fuck! Da habe ich immer wieder was gepasst. Fuck, fuck, fuck. Ich hoffe, das hat uns jetzt das Ganze Wird das aber nichts mehr mit dem Rekord.
Silber ist noch drin. Rennen neu starten. So, das kriegen wir ja wohl hin, ey. Ja, läuft gut. Das ist die Mission, die wir machen wollen hier oben. Oh, fuck, fuck, fuck. Komm schon. Oh, sorry. Hier verlieren wir so viel Zeit, wenn wir einen unnötigen Jump da machen. So, jetzt einfach nur geradeaus, komm. Hier, jetzt einfach hier hin. Dann haben wir eine reale Chance, tatsächlich, ne? Okay. War keine Absicht. Ja, bringt auch bessere Seite. Besser ist er. Alter, Schwede. Autos, die da im Weg sind, sind halt im Weg, ne? Oh. Oh, das wird knapp, das wird richtig knapp. Starten. So, und jetzt fahren wir aber mal perfekt dadurch, ja? Hier nicht so eine Scheiße. Vor allem das am Anfang, die zwei kurzen Sprünge. Wir müssen einfach die setzen, dann habe ich schon so viel Zeit gemacht, um im Vergleich zu dem, was ich sonst gefahren bin hier. Dann dürfte ich das dann besonders klein die weiteren Fahrfehler schaffen. Netterweise ist ja für Deutschland das jetzt hier ein bisschen gelockert mit der. Jo. Oh. Kriegst du halt so viel! gelockert, was das mit der GEMA betrifft. Bei den Videos von mir wird ja leider Werbung geschaltet. Dafür sehe ich aber keine Probleme. Kommen alles in Tapeten wieder hier. Was auch immer. Wird sich auch hier wieder zu machen. Ja. Jetzt kommen wir zu den zwei wichtigen Sprüngen. Wirklich wichtig. Okay, jetzt, das könnte gut funktionieren. Oh, yes, sir.
Ach komm! Ehrlich? Ehrlich jetzt? Okay, das können wir neu starten. Oh, ey. Oh, ey. Oh, warum regen mich Rennen eigentlich immer so auf? Es ist ja absehbar. Also. Mann. Seit wann fährt denn das Auto auf der falschen Seite? Doch nur um mich zu ärgern. Ah, Mensch, das macht die Aufnahme hier immer wieder künstlich lange, ne? Eigentlich nicht so meine Musikrichtung, oder? Okay, außer halt. Ist jetzt schrecklich. Wow, fuck. Anscheinend ist das hier eine Einbahnstraße, ne? Aber fahren ja beide auf der falschen Seite hier. Oh, wow. Mann, wollen mich alle trollen, hab ich das Gefühl. Oh geil, und jetzt endlich mal hier auch ein Kreuzzauber rausgekommen. Finde ich sehr gut. Und hier einfach ein sauberer Sprung. Zack. Und das ist ein... Sehr geil. Das kann man werden. Dass hier nicht so viel Scheiße passiert. Stadtpark. Oh, tut mir leid. Warum läufst du auch um diese Uhrzeit im Stadtpark rum? Da muss man doch wissen, dass da Motorradfahrer sind. Oh Mann, ich hätte mir auch noch was gewünscht. Die Autos parken tatsächlich immer so scheiße, oder? Aber wir können mal mit klarkommen. Jetzt heißt es hier, wir jetzt die Schanze noch einigermaßen in die Luft mitnehmen. Hier noch, okay. Komm. Im Sieg steht jetzt eigentlich nichts mehr im Wege. Und jetzt! Yes! Mittel, leicht, mittel. Ja, ne, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und machen das nächste Rennen.